Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es hier um einen Vergleich, um einen Qualitätsvergleich oder einen Vergleich der Bildqualität zwischen zwei Kameras. Und auch wenn das auf den ersten Blick etwas abwegig erscheinen kann, ich vergleiche jetzt die Bildqualität dieser beiden Kameras. Das ist einmal die alte sozusagen Ricoh GR und einmal die neue Sony A6000, wobei das Wesentliche, und ich glaube, das Resultat wird auch darauf hinauslaufen oder läuft darauf hinaus, es geht mehr um die Qualität der Optik. Ich habe hier das Sony 2,820 mm, und das ist ja sehr nah am Ricoh 18,3 mm 2,8, was hier fest verbaut ist. Beim Sony handelt es sich natürlich um ein Wechselobjektiv. Und da der Sensor gleich groß ist, es handelt sich in beiden Fällen um einen APS-C-Sensor. Beide Kameras sind relativ kompakt, wobei natürlich die Ricoh da den Vogel abschießt. Das ist, glaube ich, immer noch eine der kompaktesten APS-C-Sensor-Kameras, die es auf dem Markt gibt. Und ehrlich gesagt, da die Ricoh wesentlich älter ist als die Sony, hatte ich erwartet, einen Vorteil bei Sony zu finden. Das soll jetzt nicht gegen Sony gehen. Ich bin mittlerweile ein großer Fan mit der A7R, die ich hatte, und der A7 Mark II, die ich habe. Und auch die A6000 finde ich eine fantastische Kamera. Sie bietet unheimlich viel. Aber seht selbst. Und ich habe wirklich den Test noch ein paar Mal wiederholt, weil ich war mit dem Ergebnis nicht so richtig überzeugt. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz den Vergleich. Ich habe also Aufnahmen gemacht, immer bei 100 ISO und im Manuell, sodass ich also wirklich vergleichbare Parameter hatte. Ich habe die Kameras direkt nebeneinander stehen gehabt, Lichtverhältnisse sind gleich geblieben. Und jetzt schauen wir uns mal den Vergleich an zwischen den Ergebnissen. Einmal bei Blende 2,8. Wir vergrößern jetzt mal. Rechts seht ihr, das ist das Ergebnis von der Ricoh. Links seht ihr das Ergebnis von der Sony. Und jetzt zoomen wir ein bisschen rein. Und der Fokus lag in beiden Fällen auf diesem Bereich hier. Und auch wenn natürlich durch die unterschiedliche Anzahl von Megapixeln die Größenverhältnisse etwas verzerrt sind, es ist beeindruckend und ich bin etwas überrascht, dass die Ricoh meines Erachtens, so wie ich das erkenne, einen deutlich schärferen Eindruck macht. Und zwar nicht ein bisschen schärfer, sondern meines Erachtens sehr viel schärfer. Also gerade wenn ihr jetzt hier oben schaut, im Bereich dieses Fensters oder auch, naja, wie hier die Backsteine dargestellt werden. Es ist wirklich beeindruckend und ein bisschen überraschend für meine Begriffe. Also eigentlich gibt es keinen Bereich, wo die Sony deutlich besser ist. Hier unten vielleicht so ein bisschen. Aber das ist eigentlich auch nicht der Fokuspunkt gewesen. Ich habe den Test nochmal wiederholt mit manuellem Fokus, um sicher zu sein, dass es kein Problem bei der Fokussierung ist. Und wenn wir den Test dann nochmal wiederholt haben, und zwar mit 5,6 Blende bei beiden. Und jetzt gehen wir nochmal in den Vergleich rein. Also ihr seht hier die Einstellung 1/25 Sekunde, Blende 5,6 und ISO 100. Und wenn wir jetzt hier reinzoomen, dann haben wir zwar bei der Sony einen etwas verbesserten Eindruck, was die Schärfe angeht, aber die Schärfe bei der Ricoh ist immer noch, also sensationell. Gut, man erkennt hier natürlich dann im Hintergrund, wird es auch schärfer. Bei der Brennweite von 18,3 mm sind 5,6 schon ziemlich gut, was die Tiefenschärfe angeht. Lustigerweise, ich sehe das nicht oft, die Ricoh hat ja keinen Filter, keinen Anti-Aliasing-Filter, und hier sieht man so ein bisschen Moiré-Effekte. Ja, das sieht man bei der Sony jetzt nicht. Nur darum geht es jetzt in dem Fall auch nicht, sondern eben um die Schärfe. Und da muss ich wirklich sagen, ich bin etwas überrascht, dass die Sony
so deutlich hinter der Ricoh liegt. Nochmal zum Vergleich, die beiden Sony-Bilder nebeneinander, und zwar dieses und dieses, hier nochmal, um zu sehen, dass wirklich auch eine Verbesserung schon da ist. Ich meine, das erkennt man ganz eindeutig. Hier wird es schärfer auf der rechten Seite, wo die Blende bei 5,6 ist, aber irgendwie überraschenderweise nicht so, wie man das, oder nicht so scharf, wie man das erwarten könnte, sollte. Meine Schlussfolgerung daraus ist, es liegt leider an dem Objektiv, was bekanntermaßen nicht unglaublich scharf ist. Und im Gegenzug dazu gilt eben das Ricoh-Objektiv als wirklich außergewöhnlich scharf. Das sind alles RAW-Dateien, insofern keine Nachbearbeitung, keine Schärfung. Man könnte hier ein bisschen was schärfen, aber es ging ja darum, die grundsätzliche Qualität festzustellen, und da ist das Ergebnis ziemlich eindeutig. Das ist keine grundsätzlich negative Bewertung der Sony. Ich glaube auch nicht, dass es an der Kamera an sich liegt, sondern ich glaube, dass es an der Optik liegt. Man kann sagen, fest verbaute Linsen sind immer etwas schärfer, aber in diesem Fall, wie gesagt, ich war etwas überrascht. Die Ricoh ist viel älter, ist deutlich älter als die Sony. Ich meine, die Ricoh ist 3 oder 4 Jahre alt. Das ist in Sensorgenerationen, ist das schon ein gewisses Alter. Die Sony ist vom letzten Jahr, also eigentlich das Aktuellste, was es so gibt. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, in dieses Thema, in das Thema Qualität. Vielleicht auch für den einen oder anderen eine Entscheidungshilfe. Wenn man jetzt mit der festen Brennweite leben kann, ist die Ricoh immer noch eine absolute Kaufempfehlung, und ich bin nach wie vor sehr glücklich damit. Und wie gesagt, dann kommt eben noch dazu, gerade für Straßenfotografie oder so, so klein die Sony auch ist und kompakt, mit der Ricoh, die verschwindet wirklich in einer Hand. Diese Kamera ist sensationell. Ich bin immer noch sehr, sehr, sehr glücklich damit. Ja, dann wünsche ich allen einen schönen Tag. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Abonniert den Kanal, wenn ihr Lust habt, und wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und einen wunderschönen Tag an alle. Tschüss.